Hallo, hallo. Ja, weiter geht's. Heute soll die Bodenverkleidung raus. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendiger sein. Und wenn wir es schaffen, noch die Rückbank. Aber mal erstmal die Bodenverkleidung. Und das wird bestimmt auch sehr, sehr, sehr interessant darunter aussehen. Die ganzen Kabel, Luftströme und ja, nacktes Blech. Okay, legen wir los. Ist der Boden weg, freier Blick auf, ja, aufs Blech, auf Kabel, auf Luft dran. Kann man mal gucken. Hier zum Beispiel ist der Luftkanal für die hinteren Passagiere, für den Fußraum hinten. Dann finde ich hier das auch sehr interessant. Hier ist der Airbag-Sensor vom Beifahrer. Finde ich ziemlich krass, wenn man sich vorstellt, der ist mal kaputt, dann muss erstmal der Sitz raus, die Bodenverkleidung. Ja, da hat man ein bisschen was zu tun, nur um diesen blöden Sensor zu tauschen. Also das finde ich schon, ja, Bravour, grandios. So, dann haben wir jede Menge Kanäle für Kabel und etc. Da hinten, da, ich mal ein bisschen ranzoomen hier, da ist noch ein Airbag-Sensor für die Seite. Sprich, jemand fährt in die Seite rein, dann registriert dieser Sensor, oh, da ist gerade ein Knall, puff, und dann wird der Seiten-Airbag ausgelöst, ist natürlich auf der anderen Seite auch nochmal vorhanden. So, ja, haben wir die Bodenverkleidung draußen. Nicht schlecht. Ist ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich was zum Aufheben. Das ist eher was für den Müll. Ist auch wieder mal ein ganz schöner Berg hier. Die Teppiche da, die für die Füße, die Abklopfteppiche da, die kann man vielleicht noch aufheben, wenn mal eine mal versaut ist oder sowas, kann man die vielleicht dann noch benutzen. Aber der Rest ist ehrlich gesagt wirklich was für die Tonne, genauso wie für den Kofferraum. Ja, machen wir mal weiter.